Mit Sicherheit wird der 28. Mai 2011 in Magdeburg ein ereignisreicher Tag werden. Neben der jährlich stattfindenden Langen Nacht der Wissenschaft, bei der Studierende und Wissenschaftler aktuelle Forschungsgegenstände greifbar machen, startet bereits um 17 Uhr die Kinderuni. Beide Veranstaltungen widmen sich in diesem Jahr dem Thema Gesundheit und wie wir sie erhalten können. Die ganz kleinen zukünftigen Studierenden und ihre Eltern können sich bereits ab 15 Uhr auf dem Familienfest amüsieren. Ebenfalls am Samstag beginnt in Magdeburg das erste große Alumni-Wochenende, zu dem sich bereits über 100 ehemalige Absolventen der Uni angemeldet haben. Damit wird die sechste Lange Nacht der Wissenschaft für alle Altersgruppen ein spannendes Erlebnis.